Hey, hallihallo. Grüßt euch, so ein Zufall, da läuft das Gerübde V euch über den Weg. Naja, dann nehme ich euch doch gleich mit. Bin unterwegs zum Watzmann, der Elvis. Der macht eine große Party. Ich blende euch einen Screenshot ein, der hat es ja bei Facebook abgeworben. Naja, für was das 75 steht, ich kann es nicht sagen, sein Geburtsjahr ist zwar, was ich mich erinnern kann, aber er hat keinen Geburtstag heute. Was könnte das doch bedeuten? Er hat es ja betitelt, seine Party. Er hat es nicht rausrücken wollen bislang. Also bleibt es noch spannend. Und somit gehen wir jetzt zum Watzmann. Es ist schon fast 20 Uhr abends. Wer das Watzmann nicht kennt, das ist ja so ein Innenlokal, obwohl da mehr die gehobene Klasse hingeht. Aber kein Muss ist, es sind auch oft ein bisschen normale Leute auch drinnen. Aber gehobene Klasse, da kann man ein bisschen einen teuren Schluck kaufen. Du kannst bis 700 aufwärts Flaschen kaufen. Also mindestens wird sicher Gaudi, wird Spaß halt werden, hoffentlich kommen viele Leute. Mann, morgen müssen wir alle arbeiten, auch ich in der Früh. Aber hofft, dass doch noch ein paar für eine gewisse Zeit sich da einfinden werden. Und somit machen wir es nicht groß spannend. Ich mache jetzt einen Cut und beginne dann gleich mit der nächsten Szene vom Watzmann wieder. Ich sage erst einmal danke, dass ihr so zahlreich jetzt schon da seid. Ich freue mich vor allem natürlich, dass die Schwurbler-Fraktion im Moment extrem stark vertreten ist. Sorry, du bist als Stammgast echte Minderheit. Trotzdem schön, was du da bist. Ganz viele Leute haben ja quasi, nachdem wir ja jetzt 3 Jahre komische Medien haben, glaubt, ich feiere Geburtstag. Die ganz cleveren haben gemeint, ich feiere meinen 75. Ich sage jetzt nicht, dass ich bei denen davon ausgehe, dass eventuell der Booster einen schweren Schaden hinterlassen hat. Tatsache ist, ich feiere nicht meinen Geburtstag und ich feiere auch nicht meinen 75. Ich bin aber inzwischen sage und schreibe 7 Jahre in diesem Haus tätig und dieses Haus ist vor 5 Jahre von meinem aktuellen Chef, der leider heute Urlaub, also für ihn schön, für mich schade, weil ich hätte schon wieder am Anstoßen, übernommen worden. Das heißt, unter seiner Führung bin ich jetzt 5 Jahre da. Und nachdem ja 3 davon ein bisschen ins Wasser gefallen sind, ihr wisst ja, wir haben ja die neue Normalität, da haben wir ja auch von zurückgesperrt ihre Heiseltieren und hatten Viren, die um 22 Uhr dann besonders gefährlich waren und so. Jedenfalls, wir haben das wirtschaftlich bis dato überlebt und nachdem ich Sonntag immer fahre, habe ich gesagt, ich lege den Termin auf den Sonntag und feiere mit allen, die da kommen mögen und erfreue mich daran. Und deswegen ist dieses 75, weil Elvis hat ja, nachdem ich ja Elvis-Fan bin, die eine oder andere wird es wissen, die anderen glauben einfach, ich habe eine rechtsextreme Frisur, ich weiß nicht, aber die sind alle da. Ist es ja so, dass Elvis ein großes 68 Comeback Special im Jahr 1968 gemacht hat, ein Weihnachtsspecial, das kein Weihnachtsspecial war, ganz nach meinem Geschmack. Jetzt bin ich ein bisschen jünger als der King und habe deswegen gesagt, ich muss was machen, was noch 68 ist. Also ist das 57 Special nicht in Frage gekommen. Also habe ich gesagt, ich mache ein 75 Special und habe extra einen 7 an den 5 versetzt. Also falls mir einer zum Geburtstag gratulieren wollte, könnt ihr gern machen, sind aber Fake News. Gut, dann hätte ich gesagt, meine Mittel sind natürlich finanziell ein bisschen beschränkt. Ich werde aber vielleicht später schauen, dass man da so eine Runde Corona, damit die Zahlen sinken. Das gilt auch für dich, außer du musst unbedingt so das Hausbier haben. Ans Volk bringen und haben die leider Speisekarten gekriegt. Ja, nicht. Das war nämlich ein Wahnsinn, man kann nämlich bei uns tatsächlich, also essen, gekocht wird es beim Nachbarn, das ist nämlich die helle Hälfte des Imperiums, aber man kann bei uns richtig gut essen. Also alle, die noch nicht gestärkt sind, weil wir halt irgendwie ganz schwer unterwegs waren zu Fuß, gönnt euch. Das zahlt euch alle gefälligst selber, weil das ist teuer. Ich koste nämlich noch 7 bzw. 5 Jahre so viel Geld, dass mein Chef ein bisschen schauen muss, dass die Kasse nicht frei ist. So. Ja, du hast nichts zu bringen, er bringt Speisekarten und Getränke, die sich annehmen können. Hallo, Richie,
ja. Da du den Geburtstag hast und keine Ahnung und ich dir was mitbringe, hätte ich gut gemacht. Corona war leider aus. Über diese altmodischen Schwurbler mit den guten Manieren. Also, ja. Ja. Du wirst leid trinken, glaube ich. Knuddeln. Ich hoffe, ihr seid nicht alle so gut erzogen, weil wir gehen die Taschen zum Heimschleppen ab. Aber ich glaube, die Leber wird hart. Und vielen, vielen Dank. Bitte, ja, so, man hat sich verschlossen, einfach irgendwo. Ja, Dankeschön. Wir haben, glaube ich, auch irgendwo, falls da nicht draufsteht, nein, steht noch nicht drauf. Wir hätten auch Steak, so ein 300 Gramm Ding, Superglas, und hast du nicht gesehen. Aber wie gesagt, schaut euch an, was wir haben. Wichtig ist ascorbinsäurehaltige Früchte und Grünzeug. Also Salat on the rocks ist immer gut fürs Immunsystem. Bei dir ist alles gut, wo ja, es geht. Bei dir desinfiziert der Alkohol und ihr habt jetzt auch endlich was gelockt. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Geile Party, super Leute waren da. Alles, was man so kennt und kennengelernt hat, während den letzten 3 Jahren. Ein paar andere Gesichter von Elvis, weil ja andere Freunde auch gekommen sind, sind auch erschienen, hab auch kennengelernt. Sind echt kommod, die Leute, die was der Elvis so kennt. Das war jetzt kein großes, umfangreiches Video. Es war ja eigentlich eine Privatparty, was gar nicht, aber eine Party für unter uns. Und naja, es bleibt sehr eh wenn nur daheim. Schaut euch eh nur die Videos so an. Also brauche ich auch nicht mehr so viel filmen. Wird sehr viel ändern über Krypto TV. Aber egal. Schön, dass ihr dabei wart. Ich gehe jetzt heim, ich muss morgen in der Früh aufstehen. Die Arbeit ruft. Wäre gern noch länger geblieben. Jetzt ist 23 Uhr. Und ja, muss nach Hause. Baba.